Bei den Cloud & Heat Wallets geht das Licht aus. Am Donnerstagabend gab Geschäftsführer Jan Bretschek bekannt, dass die Spielbetriebs GmbH den Insolvenzantrag gestellt hat. Ursache sind ausbleibende Sponsorengelder. Neben Namenssponsor Cloud & Heat haben 4 weitere Großsponsoren ihre Verträge gekündigt, darunter auch der Elbe Park Dresden. Unsere Verträge geben dies her, dass wir in dem Moment auch unser Geld sichern. Und dort können wir, auch wenn wir es wollten, aufgrund der rechtlichen Dinge nicht einfach nur sagen, die Menschen tun mir leid und es geht mir um die Spieler und wir zahlen unsere Leistungen. Wir zahlen in dem Moment unsere Leistungen in ein Loch, was wir nicht mehr steuern können, weil es von Leuten gehandelt wird, die kein Interesse daran haben, den spielerischen Erfolg gemeinsam mit der Spielbetriebs GmbH auf den Weg zu bringen. Hintergrund der Insolvenz sind Streitigkeiten zwischen dem Stammverein VC Dresden und der GmbH. Die Lizenz für die Bundesligamannschaft liegt dabei beim Verein. Der VC Dresden hatte mit der Spielbetriebs GmbH einen Kooperationsvertrag geschlossen, diesen jedoch im Juli gekündigt. Ab der Saison 2015-2016 fehlt somit der GmbH die Arbeitsgrundlage, die Lizenz, eine Bundesligamannschaft antreten zu lassen. Der Verein hat den Vertrag fristgemäß gekündigt, aber war seit Sommer nicht in der Lage, mit uns einen neuen auszuhandeln. Das heißt, es waren solche unsäglichen Dinger drin, die man gar nicht unterschreiben kann. Steuerrechtlich nicht, die konnte man juristisch nicht unterschreiben, aber auch rein sportlich waren dort Sachen drin, die man nicht unterschreiben konnte. Der Verein, ich denke mal, hat absichtlich das so weit rausgeschoben. Die Macher der Cloud & Heat Wallets verstehen die Welt nicht mehr. Immer wieder beteuern sie, die Profimannschaft steht wirtschaftlich eigentlich auf gesunden Füßen. Die Kündigungen der Sponsorenverträge gäbe es nur wegen der fehlenden Lizenz, denn die besitzt der Verein. So ein gutes Pflänzchen, was jetzt wächst und wächst und wächst und wir hatten Vision mit dem Herrn Schretzmann, mit dem Herrn Knabe und mit dem Herrn Hartinger, die wollten wirklich auch in die Breite gehen, aber seit Wochen, seit Monaten können die gar nicht, sage ich mal, ihre Verbindung spielen lassen, auch überregional, weil wir nicht wussten, wie das hier weitergeht. Wir haben wirklich ganz seriös versucht, eine Lizenzvereinbarung mit dem Rechteinhaber, mit dem Verein auf die Beine zu bekommen. Nur die Forderungen waren so weit auseinander und teilweise so abstrus, dass man sagt, wir sitzen doch eigentlich in einem Boot. Was fordert ihr dort? Dass auch wir seitens jetzt eben der Sponsoren nicht in der Lage waren, die verschiedenen Parteien zueinander zu bringen. Knackpunkt zwischen Verein und Spielbetriebs GmbH ist eine Bürgschaft in Höhe von 32.000 Euro. Die möchte der Verein zugesichert wissen, sollte die GmbH pleite gehen. Der Punkt war schon seit 2 Jahren bekannt, dass diese Forderung von uns besteht. Sie wurde immer wieder von der GmbH vom Tisch gewischt mit dem Hinweis, darüber können wir nicht diskutieren, darüber wollen wir nicht diskutieren. Wir haben dort in den letzten 2 Jahren immer wieder gesagt, okay, die GmbH ist noch nicht so sicher, auch auf finanziellen Füßen. Jetzt hat sich das Umfeld geändert. Wir haben gute Sponsoren hereinbekommen und haben gesagt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt zu sagen, über die Sponsoren eine finanzielle Absicherung zu machen. Es geht ja nicht um Zahlung von Geld, sondern einfach um Bürgschaften. Ob und wie lange noch in Dresden erste Volleyball-Bundesliga der Männer gespielt wird, ist völlig unklar. Fest steht, der Stammverein will jetzt das Ruder übernehmen. Ich hatte gestern viele Gespräche mit der VBL und mir wurde signalisiert, dass es zum sofortigen Lizenzentzug aufgrund der Insolvenz der GmbH kommt. Wir haben dort die VBL gebeten, uns einen Spielraum zu geben, dass wir als Verein die Spiele fortführen können. Dies wurde uns durch den Vorstand der VBL stattgegeben. Wir haben jetzt bis Montag 24 Uhr Zeit, ein Konzept vorzulegen, wie wir den Spielbetrieb weiter fortführen. Und wir sind dabei, dieses Konzept jetzt zu erstellen. Laut Trummer müsse die Mannschaft am Wochenende in Düren spielen. Die Verträge mit der GmbH besitzen nach wie vor ihre Gültigkeit. Der Stammverein will die An- und Abreise zum Auswärtsspiel regeln. Danach sollen weitere Maßnahmen folgen. Wir haben natürlich jetzt Ideen. Wir brauchen Sponsoren für den Verein. Also die GmbH ist insolvent. Wir brauchen Sponsoren für den Verein, dass wir langfristig die Mannschaft halten können. Und ich hoffe, dass sich Sponsoren auch finden. Wir haben auch einige schon gesagt, ja, wir unterstützen euch, wir helfen euch. Ich hoffe, dass es mehr werden, dass wir das Konzept, was wir entwickeln, auch umsetzen können. Das heißt, erstmal als Verein das Spielrecht wahrnehmen. Eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich braucht der Verein binnen weniger Tage. Zudem sollen die Spieler und Trainer auf einen Teil ihrer Gehälter verzichten. Wir versuchen seit mehr als einem Dreivierteljahr die Verträge zu sehen. Uns wird die Einsicht verweigert.
Und insofern kann ich nur das nehmen, was mir aus dem Insolvenzantrag vorliegt an Geldern, die nicht gezahlt worden sind bzw. nicht bedient werden. Und diese Summe, dort muss man natürlich mit den Spielern reden, ob die Spieler bereit sind, auf Teile zu verzichten, weil die Summe, die ich dort gesehen habe, können wir zurzeit absolut nicht stemmen. Die Entwicklung im Dresdner Männervolleyball entscheidet sich wohl in den nächsten Tagen. Sportliche Ergebnisse werden da zur Nebensache. Beim VC Dresden tobt der Machtkampf. Ausgang ungewiss. Der Schaden für den Verein ist jedoch schon jetzt enorm.